So, da bin ich wieder und ich habe wieder Bilder von euch. Vielen Dank, ihr seid so kreativ. Das ist ganz wunderbar. Wir fangen an mit der Melina. Die ist 8 Jahre alt. Da sieht man sogar den Knochen vom Struppi, seht ihr? So schön. Dann kommt die Johanna. Die Johanna ist 5 Jahre alt. Schaut, so. Und dann haben wir noch die Charlotte. Die Charlotte ist auch 5 Jahre alt. Und dann haben wir die Marin aus Blaufelden. Die ist 8 Jahre alt. Und da seht ihr sie sogar auf dem Bild, gell? Den Struppi und die Marin seht ihr. Genau. Dann haben wir noch den Samuel. Der wohnt in Lenzsiedel und ist 8 Jahre alt. Schaut mal, da hat der Klaus wahrscheinlich geübt, Platz, wie da der Struppi toll sitzt, mit Halsband, so schön. Und dann haben wir noch ein Bild von dem 4 Jahre alten David aus Hengstfeld. Vielen, vielen Dank, ihr tollen Künstler. Ihr habt so toll alle Geschichten gemalt. Dankeschön. Ich bin schon gespannt, was wir nächstes Mal für Bilder haben und ob wir Bilder haben. Mal sehen. So, endlich war wieder Jungschartag. Was war der Klaus glücklich? Eine Jungschar hat er nämlich verpasst, weil er ja krank war. Aber jetzt, ach, er hat sich so gefreut. Der Christian hat ihn abgeholt und sie sind losmarschiert. Dieses Mal hatte der Robin sich was ganz Besonderes ausgedacht. Er hat nämlich gesagt, wir gehen heute in die Kirche und ihr sucht aus der Kirche alles dem Alphabet nach, was es da gibt. Zum Beispiel mit A, was gibt's da? Ja, den Altar. B, genau die Bibel oder Bank. C, Christus am Kreuz und so weiter. Oh, das war spannend. Der Robin hat vorbereitet, dass jeder einen Zettel hatte und einen Stift und zu zweit durfte sie immer los. Natürlich ist der Christian und der Klaus, die waren ein super Team und sind miteinander durch die ganze Kirche und haben nach dem Alphabet geschaut, was da alles zu finden ist. In der Zwischenzeit hat keiner gemerkt, auch die Mama nicht, dass der Struppi wieder mal ausgebüxt ist. Mit seiner Schnüffelnase hat er geschaut und gesucht, wo sein Klaus hin ist. Den hat er nämlich vermisst. Und der Klaus, das muss ich euch auch sagen, der hat doch glatt vergessen, dem Struppi Tschüss zu sagen. Weil er sich so gefreut hat, dass wieder Jungschar ist, ist er einfach mit dem Christian losgedüst. Also ist der Struppi los und hat geschnüffelt und die Spur von Klaus gefunden. Die ging zur Kirche. Die Tür stand offen, der Struppi ist rein, keiner hat ihn gesehen und der Struppi hat den Klaus gesucht. Aber wisst ihr was? In der Zwischenzeit waren die fertig und waren schon alle draußen und dann ist dem Robin eingefallen, ah, ich muss ja die Kirche noch abschließen. Und der Robin hat die Kirche abgeschlossen. Und natürlich hat er mit keinem Traum und mit keinem Auge dran gedacht, dass da eventuell der Struppi drin ist. Oh nein, jetzt war die Kirche zu, der Struppi drin, die Jungschar war aus, Klaus und Christian sind heim. Übrigens muss ich euch sagen, die waren Sieger. Die haben alles ganz toll von A bis Z gefunden, was es in der Kirche gibt. Vielleicht, wenn ihr mal wieder im Kindergottesdienst seid, könnt ihr das auch so machen. Die beiden sind heim. Natürlich ist der Klaus als allererstes in den Garten und wollte jetzt dem Struppi sagen, was er alles erlebt hat. Kein Struppi da. Er ist ins Haus. Mama, Mama, wo ist der Struppi? Im Garten, Klaus, wo sollte er sonst sein? Nein. Wie? Nein. Die Mama ist raus. Sie haben ihn gesucht. Sie haben ihn nicht gefunden. Wie sollte sie auch dran denken, dass der Struppi in der Kirche ist? Oh, du meine Güte, das war jetzt ein schwerer Abend. Glaubt ihr, der Klaus, der konnte fast nicht einschlafen? Die Mama, die hat gesagt, Klaus, guck mal, wir sind jetzt alle in Gottes Hand, auch dein Struppi, wo immer er auch ist. Das ist doch ein kluger Hund, ein kluger Rettungshund sogar. Jetzt wollen wir einfach ihn auch Gott anbefehlen, ja? Bitte, Klaus, jetzt haben wir Vertrauen.
Oh, das war sehr schwer für den Klaus, ich kann es euch sagen. Die Mama hat ihm ein Beruhigungslied gesungen, das geht so. Still geht der Tag, die müden Hände ruhen, Arbeit und Hast versinkt, das Tagwerk ist getan, alles wird ruhig und leise kommt die Nacht. Doch, Herr, ich weiß, dass deine Liebe wacht, selbst wenn mich Angst und Einsamkeit bedrängt. So bist's doch du, Herr, der mein Leben lenkt. So, Klaus, und weißt du, der große Gott, der dich und mich und uns alle kennt und lieb hat, der passt ganz bestimmt auch auf dein Struppi auf. Ich bin ganz sicher. Komm, wir beten. Lieber Gott, du siehst, wie traurig mein Klaus ist und wie verzagt. Aber mir wisse, dass du da bist und dass du auf uns aufpasst und auf den Struppi. Bitte behüte ihn und hilf, dass wir ihn morgen wieder finden. Amen. So, Klaus, bitte versuch zu schlafen. Dein Struppi und mir alle, wir sind geborgen in Gottes Hand. Vergiss es nicht. Und so hat der Klaus versucht zu schlafen. Manchmal geht's uns so, gell, dass wir traurig einschlafen. Aber dann dürfen wir auch wissen, Gott sieht es und er ist da. Das wünsche ich euch auch, dass ihr das gar nie vergesst. Gute Nacht. Abendstern am Himmel erzählt dir in der Nacht, dass dieser starke Schöpfer auch über dir jetzt wacht. In seiner großen Liebe lässt er dich nicht allein, gerade auch in Dunkelheit will er dir nahe sein. Vertrau und hab Geduld.